Herzlich willkommen, Krypto-Freunde. Im heutigen Video möchte ich euch gerne mal meine ersten Ergebnisse bei Steppen vorstellen. Außerdem schauen wir uns mal kurz die aktuelle Marktsituation an. Und zum Schluss möchte ich dann gerne mal noch auf meine Strategie eingehen, wie ich jetzt eben weiter verfahre. Falls ihr keine Krypto-Videos mehr auf meinem Kanal verpassen möchtet, über Move-to-Earn, Play-to-Earn, verschiedene NFT-Projekte oder was alles noch so kommt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen über euren Support. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum heutigen Video. Ich bin immer noch mega hyped auf Steppen. Ich muss echt sagen, das macht riesig Spaß. Ich habe jetzt hier auch schon einige Videos gemacht mittlerweile über Steppen. Ich bekomme immer noch sehr viele Fragen, was man beim Schuhkauf beachten soll oder wie man einen Aktivierungscode bekommt. Hierzu auch dann eben nochmal an dieser Stelle, schaut euch meine Videos dazu an. Ich bin auch schon mal darauf eingegangen, hier eben zum Schuhkauf oder zum Aktivierungscode. Natürlich auch ein Video allgemein zu Steppen, als ich das Projekt vorgestellt habe. Hier habe ich auch schon ein Video gemacht, wie ihr euren Schuh letztendlich effizient hochleveln könnt. Und heute schauen wir uns eben, wie erwähnt, mal einfach meine Strategie und meine bisherigen Ergebnisse an. Ich koppele auch hierzu wieder meinen iPhone-Bildschirm dann, damit wir uns das Ganze direkt in der App einfach gemeinsam anschauen können. Jetzt schauen wir uns zuallererst mal kurz bei CoinMarketCap den GST-Token an. Der ist momentan gut abgefallen. Auch hierzu bekomme ich jetzt schon die ersten Nachrichten, was passiert, der Preis fällt. Leute, beruhigt euch an dieser Stelle auf jeden Fall an alle diejenigen, die jetzt hier schon Panik bekommen. Wir haben hier momentan einen Preis von über 4 Dollar immer noch. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, wir verdienen hier gerade teilweise 40 Dollar am Tag, dafür, dass wir 5 bis 10 Minuten draußen laufen gehen. Also haltet euch das bitte vor Augen, selbst wenn der Token irgendwann auf 3 Dollar fallen wird, und es wird auch irgendwann passieren, ist es immer noch ein unfassbar guter Preis. Allgemein muss man auch sagen, der komplette Markt ist momentan blutrot. Wenn wir uns hier mal den Solana-Preis anschauen beispielsweise, dann können wir auch sehen, 96 Dollar, wir haben hier einen heftigen Preisverfall auch, Bitcoin zieht runter. Also das ist wirklich ganz normal. Es kommen ja wirklich auch viele in Move-to-Earn gerade rein, die mit Krypto eigentlich noch gar nicht so wirklich viel am Hut hatten davor. Deswegen möchte ich auch an dieser Stelle einfach nochmal sagen, Krypto ist extrem volatil. Macht euch nicht verrückt, wenn mal hier wirklich 5, 6, 7% nach unten gehen. Es kann genauso auch wieder sein, dass übermorgen dann wieder plus 8% dastehen. Also bleibt cool, wenn ihr euch für so ein Projekt interessiert und da auch wirklich rein investiert. Dann müsst ihr auch dahinter stehen. Bekommt bitte keine Panik. Aber jetzt kommen wir mal eben zu Steppen nochmal an sich. Ich gehe jetzt mal in die iPhone-App rein. So, hier könnt ihr jetzt direkt mal meinen Schuh sehen. Es hat sich einiges getan. Ich bin mittlerweile tatsächlich Level 8 schon. Ich habe mittlerweile einen Effizienzwert von 33,1 und einen Resilienzwert von 13,3. Ich habe meinen Schuh hochgelevelt anhand vom Steppen-Guide. Das habe ich ja auch schon in dem Video erklärt. Und mittlerweile erhalte ich wirklich schon 10 GST am Tag. Ihr könnt jetzt hier oben auch sehen, ich habe gerade auf meinem Konto 8,09 GST. Warum ist das so wenig? Ich habe wirklich alle verdienten GST direkt reinvestiert, damit ich eben meinen Schuh hochleveln konnte, bessere Werte dadurch bekommen habe und jetzt auch einfach mehr GST am Tag verdiene. Ich habe mit dem Laufen vor 5 Tagen begonnen. Also ich habe es jetzt wirklich geschafft, in 5 Tagen mit diesem Schuh auf Level 8 zu kommen, beziehungsweise ich habe jetzt auch noch ein bisschen Energie, später gehe ich dann nochmal laufen, dann kann ich auf jeden Fall auch Level 9 schon anstoßen, meinen Schuh werde ich dann natürlich auch direkt nochmal auf Level 9 hochleveln und dann ist erstmal Schluss für mich mit dem Hochleveln. Ab da werde ich jetzt eben anfangen, Stück für Stück rauszuziehen. Investment heißt natürlich auch, dass man irgendwann sein Investment wieder versucht auch rauszuholen. Bei Level 10 ist der Sprung auch schon sehr groß, was es eben kostet, um den Schuh hochzuleveln. Man zahlt bei Level 10 zum Beispiel 30 GST. Danach zahlt man wieder zwar nur 11 GST, aber der Sprung ist für mich nicht mehr so groß, dass sich das jetzt gerade rentiert. Dementsprechend gehe ich jetzt diesen Weg, dass ich auf Level 9 hochlevel. Die 4 Punkte, die ich dann wieder zur Verfügung habe, stecke ich alle nochmal in Effizienz. Ich sag mal, ich werde dann so irgendwas zwischen 10 und 12 GST am Tag verdienen. Aktuell sind es ja noch ca. über 40 Dollar. Ich rechne schon damit, dass der Token auch irgendwann auf längere Zeit jetzt fallen wird noch. Aber auch wenn er, wie erwähnt, auf 3 Dollar fällt beispielsweise, ist es immer noch ein super Verdienst am Tag. Also wenn ich hier meinen Return of Invest in 2 Monaten erhalte, wäre ich super zufrieden damit. Und wenn ich eben meinen Return of Invest erreicht habe, dann werde ich wieder nachschießen. Dann gehe ich wieder rein. Alles, was ich dann verdiene, reinvestiere ich direkt dann wieder einfach. Einfach auch, weil ich an dieses Projekt glaube. Aber trotzdem möchte ich natürlich auch erstmal wieder mein Investment raushaben. Das ist jetzt eben meine Herangehensweise. Ich bin wirklich extrem zufrieden mit diesem Ergebnis. Innerhalb von den paar Tagen jetzt wirklich auch schon auf Level 9 zu kommen. Ich zeige euch jetzt hier einfach mal so eine kleine Notiz, die ich mir für mich gemacht habe. Einfach, weil ich es mir notiert habe, damit ich es euch dann auch im Video vorstellen kann.
Ich habe hier meine täglichen Verdienste eben aufgeschrieben. Ihr seht jetzt hier auch manchmal ein bisschen Schwankungen. Das liegt einfach daran, weil ich manchmal 0,5 oder 1 Energie in den nächsten Tag reingezogen habe. Ich bin aber wirklich auch regelmäßig gelaufen. Also ich habe wirklich auch keine Energie verschwendet. Das waren jetzt eben meine ersten Ergebnisse. Hier am ersten Tag 24 Euro. Das seht ihr auch direkt. Das war noch ein bisschen weniger. Aber durchs Hochleveln konnte ich dann wirklich auch eben mehr verdienen. Und jetzt bin ich eben vorhin noch gelaufen. Ich zeige euch das auch jetzt hier gleich nochmal kurz. Dabei hatte ich dann dieses Ergebnis. 1,6 Energie verbraucht, wobei ich eigentlich nur 1,5 Energie verbraucht habe. Ich bin hier für 8 Minuten 44 gelaufen und habe dabei wirklich auch 8 GST schon verdient. Das war jetzt noch auf Level 8. Wenn ich dann später eben nochmal laufen gehe mit 0,5 bis 1 Energie, dann habe ich auf jeden Fall locker meine 10 GST zusammen. Damit bin ich extrem happy. Und ich muss dazu aber auch wirklich echt mal sagen, das macht wirklich nahezu süchtig. Ich würde am liebsten noch weiterlaufen gehen. Ich gehe sowieso ab und zu joggen. Durch Steppen ist man aber natürlich auch animiert, einfach jeden Tag joggen zu gehen. Ich würde mir sogar wünschen, dass ich noch weiterlaufen müsste, um dann noch mehr zu verdienen. Also das ist echt richtig cool. Ich bin echt gehypt auf dieses Projekt. Und ich bin echt gespannt auch, wie es noch weitergeht. Ich glaube, dass der Ranting-Mode auch nochmal einen riesen Push geben wird. Viele Leute werden auch reinkommen, die vielleicht nicht das nötige Kleingeld haben, sich so einen Schuh für über 1000 Dollar zu kaufen. Also ich glaube, hier wird auch echt noch einiges kommen. Zum Schluss möchte ich euch gerne auch nochmal die Marktpreise zeigen aktuell. Wir können jetzt sehen, dass der günstigste Schuh momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme um 10.30 Uhr 10,81 Solana kostet. Der Preis ist wieder ein bisschen gedroppt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der GST-Preis momentan etwas günstiger ist. Dadurch ist natürlich auch das Minting günstiger. Trotzdem auch hier, hier kamen auch schon wieder die ersten Nachrichten im Discord. Oh Gott, der Preis fällt, bleibt cool. Das ist ganz normal in Krypto. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Floor-Price-Schuhe meistens auch wirklich schlechte Schuhe sind. Darauf bin ich ja auch schon mal eingegangen, das will ich jetzt gar nicht in diesem Video thematisieren. Aber für einen guten Schuh zahlt ihr hier trotzdem noch über 12 Solana normalerweise. Ab und zu hat man natürlich auch mal Glück. Also schaut euch hier einfach wirklich die Preise an. Und natürlich gebe ich keine Kaufempfehlung, es ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Trotzdem ein kleiner Tipp von mir, heute ist ein sehr, sehr guter Tag, um Solana einzukaufen. Wenn man wirklich vorhat, schon in dieses Projekt eben reinzugehen. Der Solana-Preis ist unter 100 Dollar, wir haben es eben schon gesehen. Ich gehe schon stark davon aus, dass in ein paar Tagen das Ganze wieder anders aussehen wird. Also überlegt es euch, falls ihr sowieso vorhabt, eben reinzugehen. Oben links könnt ihr noch hier sehen, bei meinem Avatar 8,4 Kilometer bin ich insgesamt mit der Steppen-App gelaufen. Ich habe es jetzt immer so gemacht, ich bin gelaufen, habe meine GST verdient und wenn ich meine Energie dann verbraucht habe, habe ich den Lauf auch gestoppt. Einfach auch, um zu tracken, wie weit ich laufen musste, um die GST zu verdienen. Wir schicken uns das hier auch regelmäßig in meinem Discord. Also ich gehe laufen mit der Steppen-App, verdiene meine GST und laufe dann auch, je nach Laune, oft auch noch ein bisschen weiter. Manchmal gehe ich einfach schnell, das funktioniert auch super. Manchmal jogge ich auch langsam, funktioniert auch. Also ich bin echt zufrieden mit dem Schuh. Insgesamt einfach ein richtig geiles Projekt. Kommt in meinen Discord auch gerne rein, wenn ihr euch hierzu austauschen wollt. Es sind einige mittlerweile auch schon im Discord, die sich auch einen Schuh gekauft haben oder die es vorhaben, sich einen Schuh zu kaufen. Auch auf die Aktivierungscodes bezogen. Natürlich erlaufen wir uns auch immer wieder Aktivierungscodes. Ihr könnt auch hier sehen, ich habe gerade einen zur Verfügung zum Beispiel. Also schaut gerne rein. Ich würde mich freuen über jedes neue Mitglied. Wir sind auch mittlerweile schon über 150 Mitglieder in meinem Discord. Natürlich tauschen wir uns auch über andere Projekte als Steppen aus. Schaut es euch einfach gerne mal an. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Video. Das waren eben meine Ergebnisse anhand der letzten Tage von Steppen und meine Strategie eben, wie ich jetzt weiter vorgehe. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostermontag. Bis zum morgigen Video. Ciao.